Ich habe Glück. Das ist die Haupthalle, nur von oben. Genau, und auf diese Waage hier müssen wir diese Statuen raufstellen. Die ist zwar noch nicht komplett, aber ich kann sie ja schon mal dahin packen. Brauche ich jetzt nicht. Kann ich da noch nicht raufstellen? Auf dem Sockel steht, wenn Gut und Böse im Gleichgewicht sind, öffnet sich vor ihnen ein neuer Weg. Das ist ja offensichtlich eigentlich, ne? Aber ich kann die jetzt echt noch nicht darauf stellen. Ja. Aber ich kann die ja hier ablegen, oder? Komm her. Genau. Ich brauche die jetzt ja noch nicht. Okay, hier sind auch noch Türen hier oben natürlich, aber ich gehe erstmal zu Billy. Denn den muss ich, glaube ich, gleich mitnehmen. Außerdem möchte ich Billy ganz gern mein Gewehr anvertrauen. So, wo kommen wir her? Jetzt müssen wir mal überlegen. Das hier. Austauschen. Du kannst alles haben. Wie machen wir das jetzt am besten? Wir machen das mal ganz anders. Komm mal her. Ich muss mal eben wechseln. Billy, du schmeißt mal eben das Erste-Hilfe-Spray weg. Du gibst... Ich weiß auch nicht, die kannst du auch erstmal ablegen. Und jetzt holst du dir von Rebecca die Schrotflinte. Und... gibst die mal Rebecca? Alle? Alle. Und das machen wir auch mal anders. So. Okay, und die können wir nachladen, weil die werden wir jetzt auch behalten. So. Okay. Kann ich... Ich will mal was probieren. Wenn ich jetzt, darauf klick. Ne, das wollte ich halt nicht. Ich dachte, ich könnte meine Patronen jetzt rüberpacken. Ah, nee, behältst du die Knarre. Das ist schon in Ordnung. So. Gut. Okay. So, ihr beiden, dann lasst uns mal losmarschieren. Achso, wie geht das mal hier? Let's regroup. Okay. Let's regroup. So, ich denke, wir gehen jetzt hier oben längs. Und ich habe keine ausgerüstete Waffe, oder? Nö, ich habe das Feuerzeug ausgerüstet. Geil. Nee, achso, da unten muss es hin. Ja, okay. So, wie sieht's hier oben aus? Da ist eine Tür, ich glaube, die ist auch zu. Genau. Wie ihr seht, ist die total abgesperrt. Hier. Ein Raum. Da ist ein Zettel. Oh oh. Ich ahne was. Ich weiß auch nicht. Erstmal den Zettel lesen. Zettel. Hinweis für alle Mitarbeiter. Ein uraltes Dokument. Die Schrift ist kaum lesbar. Ich werde nur... Aha. 8.15 Uhr. Soll ich mir das aufschreiben oder kann ich mir das merken? Ich schreibe mir das auf. 8.15 Uhr. Vielen Dank, genau. Da müssen wir nachher die Uhr drauf einstellen wahrscheinlich. Also die, die wir noch finden müssen. Und da im Kamin liegt noch was. Winde mitnehmen. Ja, die brauchen wir, genau. Ja. Komm mit. Rebecca, komm mit. Ich hoffe, sie kommt mit. Manchmal bleibt sie einfach da stehen und schreit jetzt um Hilfe. Nee, sie ist mitgekommen. Ich danke dir. In dem Raum war, denke ich, auch nichts weiter. Das hoffe ich jetzt einfach mal. Da ist nichts. Ich könnte mir natürlich die Schrotflintenmunition holen, den Rest. Das machen wir, glaube ich, auch. Ich will noch mal eben gucken, ob auf der anderen Seite hier auch noch eine Tür war. Ich denke schon. Ich glaube, die war wiederum verschlossen. Da ist eine Tür. Und die ist mit der Uhr verschlossen, oder? Die Tür ist verschlossen. Genau, das war auch wieder... Genau, mit der Uhrzeit. Aber da hinten war eben noch eine Tür. Hier können wir einmal... Ach, wir können einmal komplett rumlaufen, wenn wir wollen. Das ist aber keine Tür, ne? Das geht nur... Das ist nur ein Fenster nach draußen oder so, oder? Der Regen hat nachgelassen, doch der Himmel ist noch mit dunklen, unheilvollen Wolken bedeckt. Sehr schön.
Also ungefähr sieht das hier auch gerade aus vom Wetter her, muss ich sagen. Ein bisschen scheint die Sonne... Ach, das ist die falsche. Ein bisschen scheint die Sonne zwar noch, aber... Überwiegend Regen. Eben war sogar ein bisschen Schnee dabei. Das ist total krank. Ach, du bist auch dicht. Von der anderen Seite. Gut, dann können wir ja also nur durch diese eine große Tür. Ja, bitte, da lang. Finde ich ja ganz gut, wenn wir nicht ganz so viele Wege zur Verfügung haben. Ich habe lieber einen Weg, den ich abhandeln kann. Und nicht tausend Wege zur Auswahl. Dann gehen wir mal hier wieder lang. Und nehmen uns die Schrot... Halt, holst du hin. Nehmen uns die Schrotflintenmunition mit. Wenn wir da noch Platz haben, warte mal. Nee, haben wir doch. Ich habe ja schon ein Feld mit Schrotmunition. Sehr gut. Komm her. Was ich mir angewöhnt habe, das kann ich nochmal eben sagen. Also wenn ich Sachen ablege, dann mache ich das meistens immer echt in dem Hauptsaal. Da am Anfang. Weil ich später keine Lust habe, die ganzen Objekte zu suchen. Also ich lege lieber alles da in dem Raum ab und dann finde ich es jedenfalls wieder. Das hoffe ich. Hier geht's rein, okay. Oder komme ich da her? Nee, da komme ich nicht her. Nee. Bei der Rittertür kam ich her, da in der Ecke. Hier müsste ein neuer Gang sein. Oh ja, und ich höre Zombies. Das ist jetzt die Frage. Wie viel Schuss hast du denn noch? Du hast noch 7. Komm her, die kriegst du das Blatt. Ach, warte mal. I'll check it out. Okay. Come on. Okay. Ich wollte mich gar nicht von dir trennen. Ich wollte dich nur auf... Ach, du stehst ja auf Angriff. Du stehst ja auf Angriff. Gut. Dann schieß, wenn er kommt. Sehr schön. Rebecca? Rebecca! Du... Viech! Was soll denn der Käse jetzt schon wieder? Warte mal. Bist du... Du bist gar nicht ausgerüstet, du Viech. So. Ich höre noch einen. Hermann, wo bist du? Hier sind wir. Hermann! So, erledigt. Und unsere Knarre ist leer? Ja. Gut, wir versuchen mal hier vorsichtig lang zu gehen, ohne... Hast du noch Munition? Anscheinend nicht, sonst wird sie erschießen. Gesundheit! Headshot! Herrlich! So, jetzt bräuchte ich auch nicht mehr auf Angriff stellen. Obwohl, du hast ja eh keine Munition mehr zum Verballern, aber nachher vergesse ich das. So, da ist eine Tür. Und hier ist die nächste rote Feuertür. Genau. So, die können wir also noch nicht öffnen, aber wir können hoffentlich hier rein. Sonst hätte ich jetzt schon wieder keine Ahnung, wo wir lang müssen. Das wäre schlecht. Ah ja, an den Raum kann ich mich noch erinnern. Da ist eine Karte! Juhu! Die ich eh nicht lesen kann. Also wir können mal gucken hier, das ist... Ja, das war dieser Schüler-Vorlesungsraum da. Und, ja. Hier waren wir zwar schon überall drin in den grauen Türen, denke ich doch mal, oder? Nee, gar nicht wahr. Ach, die sind verschlossen. Quatsch, da waren wir noch nicht drin. Was erzähle ich denn da? Da müssen wir also noch überall hin. Und hier, diesen Bereich haben wir schon ziemlich... Ja, da auch noch nicht. Also es fehlen noch einige Räume. Okay. Und hier die untere Etage. Die war dicht, genau. Ja, da haben wir schon ein bisschen mehr. Und nach draußen können wir auch wieder, sehe ich gerade. Ach stimmt, ja, wir kamen ja gar nicht durch die Haupttür, wir kamen ja von unten durch die Luke. Richtig, wir können auch nach draußen. Das habe ich noch gar nicht bedacht. Wir können ja nach draußen. Hier, was liegt da? Pistolenmuni? Ah, das ist der erste Film, den wir brauchen. Und hier ist eine Kerze an der Wand. Guck, passt mal auf, wenn wir die Tür öffnen wollen, ist sie verschlossen. So. Und ganz schön trickreich. Also, wenn man hier so rangeht, dann man sieht ja, es kommt eine andere Kameraperspektive. Was eigentlich sonst nicht der Fall ist, wenn man versucht, eine Tür zu öffnen. Und das machen sie deswegen, weil da unten links bei dem Wort verschlossen eine Kerze im Bild ist. Das soll ein Hinweis sein. Also ein ziemlich fieser Hinweis. Also, ja.
Also ich, mir ist es schon aufgefallen, dass ich die Kameraperspektive geändert habe beim ersten Mal, aber ich bin da nicht sofort drauf gekommen. Wir müssen nämlich die Kerze anzünden. Was? Wieso geht das nicht? Ah, die Kerze ist... Ich glaube, wir haben kein Benzin im Feuerzeug. Kann das sein? Das ist nämlich das Fiese. Ist leer, genau. Das ist fies. Das ist echt fies. Und ich habe das, glaube ich, damals probiert beim ersten Mal durch. Bin ich warm. Warum geht das denn nicht? Und irgendwann habe ich dann festgestellt, toll, das ist leer. Und irgendwo müssen wir noch Feuerzeugbenzin finden. Irgendwie so war das. Okay. Da brauchen wir gleich die Winde. War hier noch mehr in diesem Raum? Hier, ist das ein PC? Dieser Computer wurde erst kürzlich benutzt. Er scheint jedoch nicht mehr zu funktionieren. Okay. Oh, da liegt was. Farbband. Hm. Gut. Dann machen wir jetzt dieses Rätsel mit der Winde. Und ich glaube... Ach, scheiße, das Problem ist... Ja, genau. Rebecca ist zu schwach, um zu kurbeln. Das ist so ganz dämlich. Ja, also erstmal müssen wir den da runter holen. Der ist ja unten, oder? Pass mal auf. Benutz mal die Winde. Auch das brauche ich jetzt nicht. Ihr wollt mich doch alle verarschen, oder? Die Windensteuerung für einen Aufzug. In der Klappe ist ein rechteckiges Loch. Ja. Hätte ich mich jetzt drehen müssen, ja? Oh. Leute! Der Aufzug sieht okay aus. Aber es muss jemand einsteigen. Ja. Danke, Capcom. Ja, und da wir hier unten bleiben müssen, werde ich jetzt Rebecca... das Gewehr mitgeben. So, Moment, jetzt mal gucken, wie wir das am besten machen. Genau. Austauschen machen wir mal gegen die hier so. Sie, Moment, das... Jetzt geben wir ihr doch das wieder mit. Sie braucht ja ein bisschen was auch zum Hin- und Her-Tragen. Soll ich die Knarre hier lassen? Ich überlege gerade. Komm, lassen wir die Knarre hier. Oder? Ja, so machen wir das. Das machen wir. So. Und jetzt müssen wir wieder... I'll check it out. Genau. Okay. Und jetzt müssen wir auf Rebecca wechseln. Die jetzt in den Aufzug einsteigt. Für mich sieht das aus, als wäre der Aufzug nicht unten. Ich weiß auch nicht. Irgendwie... Ich bin wohl ein bisschen blöd. So. Ausrüsten. Rein da. Geh rein, Mädel. Wieder wechseln. Und du drehst jetzt an dem Teil. Gut. Klappt doch. Ja, andersrum ist das, glaube ich, nicht möglich. So. Spielen wir das direkt, Rebecca? Ach so. Nein! Ja, Insektenviecher. Insekten. Habe ich diesen blöden Witz eigentlich schon mal gebracht? Kann sein, dass ich schon mal in einem anderen Resident Evil Let's Play gemacht habe. Warum sind Fliegen niemals in Kirchen? Oder andersrum, warum findet man in Kirchen keine Fliegen? Na, warum? Weil sie Insekten sind. Ah, Hammer! Hey, du! Viech, du! Komm her! Du bist noch nicht tot. Du bist doch tot! Wieso hat dein Kollege 3 Schüsse ausgehalten? Zahnräder gehören zur großen Uhr. Mhm. Das ist schön. Aber ich hätte ganz gern das andere, was daneben liegt. Och, das gibt's. Du stehst doch genau davor, Mädel. So. Danke. Ich habe zwar keine Pistole, aber ich nehme die trotzdem mit. So, was haben wir denn noch hier? Außer euch Insekten. Hallo. Ah. Aha, eine massive Uhr. Der Minutenzeiger scheint zu fehlen. Achso, wir können also noch keine Uhrzeit einstellen. Wir müssen erst einen Minutenzeiger finden. Natürlich. Gut, dann gehen wir mal hier entlang. Nach draußen. Und wo kommen wir hin?